Hallo da draußen. Hallo. Wir haben heute Morgen relativ früh Udaipur verlassen, sind um 8 Uhr losgefahren und sind jetzt auf dem Weg nach Jodhpur. Und da es dort keine direkte Zugverbindung gibt, haben wir uns einen privaten Fahrer genommen. Wir wissen, das ist ein bisschen teurer, das waren jetzt 4.500 Rupien. Aber das Coole ist, das haben wir auch vorab gelesen, dass auf dem Weg nach Jodhpur zwei coole Locations sind, die wir uns noch anschauen. Und die werdet ihr auch sehen. Von daher viel Spaß. Nach einer holprigen Fahrt durch viele kleine Örtchen und durch schöne Landschaften sind wir jetzt an einem Aussichtspunkt angelangt und sieht auf jeden Fall cool aus, dieses Fort. Die erste Location, die wir besuchen, ist das Kumbhalgarh Fort. Das seht ihr hier. Das ist das zweitgrößte Fort in Rajasthan und ist perfekt, dass es auf dem Weg nach Jodhpur liegt. Und ja, wir nehmen jetzt ein paar Bilder hier auf und dann gehen wir es besuchen. So, wir sind jetzt angekommen. Es geht ziemlich steil den Berg hoch, bis wir drin sind. Sieht aber von außen schon mal ziemlich cool aus. Ja. Jetzt schauen wir es uns mal von innen an. Wir sind hier ordentlich im Schwitzen, das geht die ganze Zeit hoch und es ist mega heiß heute. Julia geht es auch nicht so gut heute. Ja, aber mal schauen, wir gehen noch ganz hoch. Aber es sieht schon mega krass aus hier, der Überblick. Schaut euch mal die Aussicht an. Schlecht, oder? Also ich nicht. Die stehen ziemlich instabil aus. Wir haben übrigens gerade erfahren, dass die Mauer um das Schloss hier herum oder um diese Festung herum 36 Kilometer lang ist, was ziemlich krass ist. Die sieht man auch da vorne. Ja, die Julia geht schon vor, da wir leider nur ein bisschen mehr als eine Stunde hier haben, da wir noch nach Jodhpur müssen und noch eine andere Location uns anschauen. Ja, und das Krasse ist auch, diese Festung trennt praktisch die Region Merwa und Marwa. Merwa ist diese Richtung und das Hügelige, was ihr von oben gesehen habt, das ist Marwa. So, und jetzt geht's weiter. Also es ist richtig krass beeindruckend hier, können wir nur jedem empfehlen. Leider haben wir ein bisschen zu wenig Zeit,
Aber wir sehen ja noch was anderes. Jetzt geht's zurück ins Auto und dann anderthalb Stunden weiter erstmal. Ich glaube, unser Fahrer nimmt eine Abkürzung gerade. Wobei die Straßen in Indien ja generell nicht so gut sind. Und das ist schon krass hier. Ja. Wir überlegen uns gerade, was passieren würde, wenn wir hier einen Platten hätten. Wir sind ziemlich abseits von allem hier. Ah, wobei, jetzt sind wir wieder auf einer größeren Straße. Ja, das war die Abkürzung. An der Hauptattraktion unserer Fahrt angekommen, an dem Ranakpur-Tempel. Genau so heißt er. Und ja, sieht schön aus auf jeden Fall. Wir zeigen es euch mal. Wir sind jetzt rein in den Tempel gegangen und es ist mega beeindruckend. Schaut euch das mal an. Übrigens ca. 500 Jahre alt und es hat 50 Jahre gebraucht, den zu errichten. Das kann man sich vorstellen, wenn man sich die wirklich so krass detailverliebten Arbeiten hier anschaut. Und was auch noch ein cooler Effekt ist, ist, dass Leder hier drin komplett verboten ist, da das ja auch von der Kuh kommen könnte. Und ja, wirklich beeindruckend hier. Wir sitzen hier jetzt in dem Tempel an einer ziemlich sonnigen Stelle und es ist total schön. Die Sonne scheint uns auf den Rücken und die Aussicht ist einfach atemberaubend und ja, wirklich schön. So, den Haupttempel, die haben wir uns jetzt angeschaut, den Ranakpur-Tempel, und haben gesehen, jetzt ist hier noch ein kleinerer Tempel und die Autos fahren auch wieder wie wild. Und da gehen wir jetzt mal rein.
Also der kleine Tempel ist auch ganz süß, aber vor allem ist der Blick auf den großen Tempel halt total schön. Ja, aber ich fand den eigentlich auch ganz toll. Ja, cool. Waren jetzt auch schon wieder, glaube ich, knapp 2 Stunden oder so hier. Ja. Gehen jetzt zurück zum Auto. Wir haben noch 4 Stunden Fahrt nach Jodhpur vor uns, damit wir da nicht erst im Dunkeln ankommen. Ich hoffe, es wird nicht so kurvig wie die Hinfahrt. Ja, man merkt wirklich, dass wir komplett über Land fahren. Die Straßen sind so schlecht. Wir haben für 80 Kilometer 2 Stunden gebraucht. Sind wir mal gespannt, wie das jetzt noch so läuft. Die Herde versperrt uns gerade den Weg. Müssen wir kurz warten. Hä? Die Armen. Wieso? Bestimmt für Fleisch. Oder? Die sehen ein bisschen mager dafür aus, ich weiß es nicht. Ja, und haben ein riesiges Zimmer und auch ein eigenes Bad und zahlen wie viel? 6 Euro die Nacht. 6 Euro die Nacht, ja. Also, wir können es euch mal vielleicht doch kurz zeigen. Das ist das ganze Zimmer mit riesigen Schränken, Spiegel, haben hier noch einen kleinen Tisch und das Bad ist direkt hier drüben durch die Tür und alles mega sauber, ja. Also echt voll gut. Und ich hoffe, ihr seht uns noch, wenn ich das jetzt hier stelle. Auf jeden Fall sind wir beide ziemlich fertig, obwohl das eigentlich ganz angenehm war in dem Auto. Aber der erste Teil der Fahrt ging halt wirklich so und so. Kühe über den Weg, die den Weg versperrt haben, Schlaglöcher. Ja, teilweise Abgründe direkt nebendran. Aber ja, wir haben es überlebt. Und ja, jetzt sind wir fertig, werden uns ein bisschen ausruhen und dann auch was essen gehen wahrscheinlich. Genau. Und deswegen beenden wir das Video jetzt auch hier und nehmen euch dann wahrscheinlich morgen wieder mit. Bis dann, ciao. Ciao.